Hallo zusammen, jetzt zeige ich euch mal die getrockneten Bilder geschwind. Ich wollte euch hier auch mal den Unterschied zeigen. Ihr seht es vielleicht hier, wo ist mein Finger? Normales Silikonöl habt ihr halt immer Silikonflecken. Ja, aber ihr seht, es ist gut geworden. Ist nicht stark verlaufen, eigentlich gar nicht verlaufen. Jetzt zeige ich euch nämlich mal den Unterschied. Das war ja das zweite Bild, was ich gemacht habe. Soweit auch trocken. Und hier könnt ihr eigentlich sehen, das habe ich ja mit dem Cell Creator gemacht. Da habt ihr keine Silikonölrückstände. Das ist halt dieser Unterschied. Also wer das nicht mag, mit Silikonfleckenrückstände, der sollte vielleicht doch dann auch mal diesen Cell Creator ausprobieren. Okay, ich zeige euch hier noch geschwind die getrockneten Bilder, wo ich mit diesen Tintentusche gemacht habe. Ihr seht, ist also auch gut geworden. Hier seht ihr noch ein Bild, das kommt noch. Da habe ich schöne Blumen gemacht. Seht ihr auch diese. Es sieht aus wie ein Busch. Und das war ja das, wo ihr im Video gesehen habt. Das war, denke ich mal, wieder so dieser Vorführeffekt. Im Video hat es nicht ganz so gut geklappt. Wie dieses hier, was ich ja davor gemacht habe. Und da ist ja richtig gut geworden. Okay, das war's von mir. Einfach nur, dass ihr die getrockneten Bilder gesehen habt. Macht's gut, bis dann. Tschüss, bye.